Eule Sperber Eule Tiere an ehemals Natur selten sie seltsam kennt sie Otter de seltsam kennt sie die Sperber Eule, Sonia ulula, ist eine mittelgroße Eulenart, die in den borealen Nadelwäldern Eurasiens und Nordamerikas beheimatet ist. Ihren Namen hat sie aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit dem Sperber, Accipitanisus, erhalten. Ähnlich wie beim Sperber ist ihre Unterseite quer gebändert. Auch im Seitenprofil und im Flug erinnert sie an einen Sperber. Wie dieser hat sie einen schnellen und wendigen Jagdflug und vermag ihre maximale Fluggeschwindigkeit sehr schnell nach dem Start zu erreichen. Aber nicht nur im Gefieder und Flugbild mit recht langem Schwanz ist sie dem Sperber ähnlich, sondern auch in ihrer Lebensweise, sie ist am Tage und in der Dämmerung aktiv und macht Jagd auf Kleinvögel und Wühlmäuse. Aussehen bearbeiten die Sperbereule ist mit einer Körperlänge von 36 bis 41 cm eine mittelgroße Eule, die in der Größe der Waldohreule gleicht. Der Schwanz der Sperbereule ist auffallend lang und keilförmig auslaufend. Der abgeflachte Kopf ist im Verhältnis zum Körper klein. Wie viele Eulen hat sie einen hellen Gesichtsschleier, der deutlich braun-schwarz umrahmt ist. Die Iris der Augen ist gelb. Auch der Schnabel ist hellgelb gefärbt. In der Seitenansicht ist deutlich der verhältnismäßig kleine und flache Kopf zu erkennen, gut zu erkennen auch die Ähnlichkeit zum Sperber. Das Rückengefieder ist bräunlich-schwarz mit weißen Flecken. Auf der Unterseite ist das Gefieder weiß mit schmalen dunkelgraubraunen Querbändern. Diese schwarz-weiße Bänderung setzt sich bis zur Schwanzspitze fort. Sie macht diese Eule auch im Flug gut erkennbar. In ihrer Gefiederfärbung unterscheiden sich männliche und weibliche Vögel nicht, weibliche Vögel sind jedoch etwas schwerer als Männchen. Männchen wiegen im Schnitt etwa 270 Gramm, weibliche Vögel im Durchschnitt 320 Gramm. Jungvögel sind insgesamt etwas graubrauner gefärbt und haben noch keine deutliche Bänderung der Unterseite. Stimme bearbeiten. Wie viele Eulen verfügt auch die Sperbereule über eine Reihe ganz unterschiedlicher Lautäußerungen, die häufigste, in vielen Klangvariationen und sehr unspezifisch eingesetzte Äußerung beider Geschlechter ist ein kurzer, lockerer Triller, der, speziell zur Anpaarungszeit, nahezu jeden Kontakt mit Artgenossen und jede Aktion begleitet. Weich blubbernd, schnurrend, kollernd, hämmernd bis rausägend begleiten Triller die aggressiv wirkenden Verfolgungsflüge zur Anpaarung und Feindabwehr, auch leiten sie erste Beuteübergaben und Kopulationen ein, Mips und Scherzinger, Seite 364, die Sperbereule singt dabei mit geöffnetem Schnabel den Artgenossen an, sträubt das Gefieder unterhalb des Schnabels. Wippt erregt mit dem Schwanz oder bewegt sich ruckartig im Geäst. Am deutlichsten ist der Reviergesang des Männchens zu vernehmen, der einer rollenden oder perlenden Rufreihe entspricht. Der Ruf beginnt verhältnismäßig leiser und steigert sich dann in seiner Lautstärke. Begegnen sich die zwei Partner, fallen diese Triller etwas kürzer aus und werden gelegentlich im Duett vorgetragen. Zum Balzverhalten gehören auch die Bettelrufe der Weibchen, die an ein heiseres Chät erinnern. Die Bettelrufe der jungen Nachfutter sind gedinnter und zischender und erinnern an ein Tschuiib. Zu den Lauten der Feindabwehr und bei Kämpfen zwischen Artgenossen gehört auch Fauchen und Schnabelknappen. Verbreitung bearbeiten Verbreitung die Sperbereule besiedelt die borealen Nadelwälder der Holarktis vom nördlichen Norwegen und Schweden bis nach Kamtschatka und Sachalin sowie in Alaska und Kanada. Die nördliche Verbreitungsgrenze entspricht weitgehend der Baumgrenze. Trotz dieses umfangreichen Verbreitungsgebietes werden nur drei Unterarten unterschieden, Sonia ulula ulula lebt im Norden der Paläarktis, Sonia ulula tsjanschanika lebt in dem mittelasiatischen Tsjanshan-Gebirge Sonia ulula kaparoch unterscheidet sich von den zwei anderen Unterarten durch ein dunkleres Gefieder und ist im nördlichen Nordamerika verbreitet. Lebensraum bearbeiten die Sperbereule nutzt vor allem die Waldbereiche, in denen Bäume lückig stehen und Ansitzwarten in Form von dürren Bäumen vorhanden sind. Sie gehört zu den Arten, die von dem Holzeinschlag in den nordischen Wäldern profitieren. Dabei müssen jedoch ausreichend alte Bäume stehen bleiben,
die halboffene Baumhöhlen als Brutgelegenheit bieten und außerdem genug Ansitzwarten für die Jagd zur Verfügung stehen. Die Sperbereule lebt auch in Mischwäldern, wenn diese mit genügend offenen Flächen durchsetzt sind. So ist sie beispielsweise in der Nähe von Hochmooren und trockenen Hügeln sowie in der Nähe von Kahlschlägen zu finden. Die Siedlungsdichte ist vor allem von der Dichte ihrer hauptsächlichen Beute, den Wühlmäusen, abhängig. An das von Jahr zu Jahr unterschiedliche Aufkommen von Wühlmäusen passt sie sich mit zum Teil sehr ausgedehnten Wanderungen an, verlässt da